Ja, liebe Zuschauer, der FV Fanclub, die Blue Wild Supporters, die Stadt hat. Thank you.
gut begonnen. Ja, vergessen in der guten Phase bis zum 1-0, sogar das 2-0 nachlegen zu legen. Nach knapp einer Viertelstunde bekommen wir unnötigerweise das 1-1 aus Überzahl mit drei Querbällen am eigenen 16er, haben wir nicht gut verteidigt, ja, und haben uns dann den Tippet auch aus dem Konzept bringen lassen. Bekommen wir dann aus der Standessituation aus das 2-1, obwohl wir das mehrfach auch hingewiesen haben, dass Balingen gerade da auch ihre Stärken hat, das haben wir als Gruppe nicht gut verteidigt, das haben wir nicht gut gemacht. Ja, und dann haben wir auch Glück gehabt, dass wir nicht 3-1 in Rückstand auch geraten, da hatte Paling und die anderen eine Chance auch noch mit dabei. Kommen dann unnötigerweise auch mit dieser roten Karte, natürlich mit 10 Mann in die Halbzeit. Und dann eine hohe Abforderung der Mannschaft, ja, dass der Mannschaft in der zweiten Halbzeit versucht hat, mit einem Mann weniger das Spiel umzubiegen. Hatte gleich direkt nach der Halbzeit auch das Glück, dass wir mit der Klasse-Parade von Philipp auch im Spiel geblieben sind. Da wäre die Chance zum 3-1 auch für Balingen da gewesen. Hatten dann natürlich aufgrund der Hektik natürlich im Spiel natürlich auch viele Ballverluste. Da haben wir auch das Glück oder auch das Pech, je nachdem, dass wir die Situation sauber zu Ende gespielt haben, beziehungsweise der Karl Balingen auch nicht den Konter sauber zu Ende gespielt hat. Und dann natürlich auch mit Glück des Tüchtigen hinter raus in der letzten Aktion das 2-2 zu machen, ist natürlich ein Gefühl, dass wir freuen uns natürlich drüber, sollte uns aber auch Motivation geben, nächsten Spiele ähnlich enthusiastisch und leidenschaftlich zu spielen, wie wir es die zweite Halbzeit gemacht haben, mit einem Tick weit kühleren Kopf. Und dann sind wir auch von den nächsten drei Punkten nicht mehr vorne. Ja, also ich glaube, das trifft ziemlich genau, dass wir vergessen haben, den Sack zuzumachen. Nur bei solchen Sachen muss man schauen, dass man nicht zu sehr immer auf sich guckt, sondern es gibt natürlich auch einen Gegner, der das alles zu verhindern weiß. Und ich möchte jetzt meinen Spieler oder Spielern da gar nicht den Vorwurf machen, sondern der Torwart hält auch ein paar Mal wirklich gut. Dafür steht er auch drin. Das passiert eben und dann geht so ein Spiel halt 2-2 aus. Das ist dann... das ist dann so manchmal in der Dramaturgie, dann gibt es da relativ viele Freistöße, die Bälle werden nicht sauber geklärt. Und dann gibt es halt manchmal noch ein Gegentor.